Bei meinem Partner MMOGA sind gerade alle PSN-Cards vergünstigt, also check das gerne mal ab. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und heute verkaufen wir den guten alten Iago Aspas. Und zwar haben wir den ja damals während dem Team of the Year für 21.750 Münzen gekauft. Und er ist jetzt einfach mal bei 28.000. Wir werden ihn für 27.500 Münzen verkaufen. Und ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal. Ich habe einen auf der Transferliste gehabt, den habe ich aber schon verkauft. Und einen hatte ich noch im Verein und den verkaufe ich jetzt eben live hier vor Ort. Falls ihr eben auch investiert habt in Aspas, dann würde ich euch raten, den jetzt zu verkaufen, denn ich denke mal, dass der jetzt auf jeden Fall den guten Preis erreicht hat und jetzt könnt ihr da auf jeden Fall gut Coins machen. Ja, wie gesagt, für 21.750 haben wir ihn gekauft, für 27.500 verkaufen wir ihn. Das ist dann ein Gewinn von 4.375 Münzen, um genau zu sein. Da habe ich natürlich die EA-Steuern jetzt auch schon abgezogen, also über 4.000 Münzen Gewinn mit einer einzigen Karte. Und ja, Freunde, falls ihr eben mehr Investment-Trading-Tipps haben wollt, falls ihr öfter sehen wollt, in welche Spieler ich investiere, wieso ich in die investiere und so weiter und so fort, und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ihr könnt auch gerne noch meinen Partner MMOGA in der Beschreibung abchecken. Dort gibt es wirklich günstige FIFA 17 Coins, aber auch PSN Cards. Die sind da teilweise um 2 Euro vergünstigt, also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Das ist der allererste Link in der Beschreibung. Und ja, von der ansonsten war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr wisst, dass ihr den Aspas jetzt eben verkaufen solltet. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.